Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen. Ich bin Melinda Crane und ich habe das große Vergnügen, Sie heute und morgen als Moderatorin zu begleiten. Es passt sehr gut, dass wir uns ausgerechnet in dieser Woche zum alljährlichen European Dialogue treffen. Nicht nur, weil die Kommission gestern ihre soziale Säule vorgestellt hat, und darüber werden wir auf jeden Fall heute und morgen reden, sondern auch wegen des Ergebnisses von Sonntag in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl. Ein Optimist könnte dieses Ergebnis als eine neue Chance für Europa bezeichnen, zumindest insoweit, als die Gefahr für das europäische Projekt, die in diesem lang anhaltenden Aufstieg des Front National steckte, zumindest fürs erst einmal gebannt zu sein scheint. Aber die Betonung liegt natürlich in diesem Satz auf erst einmal. Denn das Ergebnis von Sonntag zeigt auch auf jeden Fall, wie tief bei wie viel Franzosen und nicht nur den Radikalisierten die Enttäuschung über den Stillstand in Europa sitzt. Die breite Mehrheit der Franzosen will die Parteien abservieren, die seit 30 Jahren nicht mit der Massenarbeitslosigkeit fertig werden. Macron gewann, Sie wissen es, als Außenseiter, und zusammen kamen die beiden radikaleren Kandidaten Le Pen und Mélenchon auf mehr als 40%. Und dies ist ein Warnschuss für Brüssel und auch für Paris und vielleicht auch für Berlin. Die Botschaft heißt, die EU und die Eurozone müssen sich ändern. Und so lautet der Titel des diesjährigen europäischen Gesprächs: Europe, rewrite the rules for shared prosperity. Welche Rahmen und Regeln brauchen wir, damit Europa solidarisch zusammenwächst, um Investitionen zielgerichtet anzukurbeln, um Produktivität und Wohlstand für alle zu fördern? Wie können wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärker in die Gestaltung des Wirtschaftslebens einbinden und besser absichern, wenn sie vom Strukturwandel betroffen sind? Das sind einige der Fragen, die wir nachher in unseren Workshops mit hervorragenden Experten erörtern wollen. Und als Impuls dazu gibt es gleich, wie in den vorigen Jahren, einen Blick von außen. Chancen und Hindernisse für Wohlstand für alle. So lautet der Titel der Keynote vom renommierten Professor for Economics and Political Science an der University of California at Berkeley, Barry Eichengreen. And let me take this opportunity to say a very, very warm welcome to Professor Eichengreen and to our other international guests. Nur ein kurzer Hinweis, meine Damen und Herren, einige unserer Redner werden in Englisch vortragen. Falls Sie eine Übersetzung brauchen, haben wir Headsets. Sie haben sie wahrscheinlich schon gefunden, aber wenn nicht, haben wir noch mehr in petto. Und hier sind die Kanäle. Englisch läuft auf Kanal 1, Deutsch auf Kanal 2, Französisch auf Kanal 3. And just to repeat for those in the English-speaking group who may not yet have their headsets, we do have headsets available for translation. Some of our speakers will be speaking in German and possibly also in French, and we have channels for English, French and German translation. Und nun beginnen wir das Europäische Gespräch 2017 mit einer Begrüßung von unseren Gastgebern. Und ich freue mich sehr, den Sprecher der Geschäftsführung der Hans-Böckler-Stiftung zur Bühne zu bitten, Michel Gugemos. Herzlich willkommen, lieber Michael. Ja, auch ich sage herzlich willkommen, Melinda Crane. Und allen, die hier sind, ganz außerordentlich Herrn Professor Eichengreen, der hier ist, und Laszlo Andor, der auch zu uns kommt. Ich darf Sie alle im Namen der Hans-Böckler-Stiftung und unserer beiden wissenschaftlichen Institute mit der wissenschaftlichen Direktorin Frau Anke Hassel vom wissenschaftlichen und Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung und Gustav Horn vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung hier begrüßen.
Es ist mir eine ganz große Freude, dass auch dieses Jahr es wieder gelungen ist, viele Menschen hierher zu bringen, die deutlich jünger sind wie ich. Ich darf also ganz herzlich begrüßen die Kolleginnen und Kollegen, die vom Netzwerk der sogenannten Pluralos hier sind, ganz herzlich bei uns willkommen. Ich darf ganz herzlich die 40 Studierenden, die mit Herrn Professor Hagen-Kramer von der Universität Karlsruhe hierher sind und mit uns diskutieren. Und ich darf natürlich ganz herzlich begrüßen die Stipendiaten und Stipendiatinnen der Hans-Böckler-Stiftung und der Friedrich-Ebert-Stiftung, die wie jedes Jahr hier auch teilnehmen. Das freut uns ganz außerordentlich, weil diese Debatte über die Zukunft Europas müssen wir vor allem mit den jungen Leuten diskutieren, weil es ist ihre Zukunft, um die es hier geht. Das europäische Gespräch läuft schon eigentlich ganz lang. Man kann fast oder gar von einer Tradition sprechen. Was erwartet die Stiftung davon? Was will sie damit bezwecken? Na, unser Ziel ist, hier eine Plattform, ein Forum zu schaffen, in dem europäische Fragen von einer europäischen Sicht aus diskutiert werden können. Und Sie haben es ja, oder wir sind ja eigentlich schon lange jetzt per Du, bleiben auch hier per Du. Wir haben das ja vorhin schon kurz besprochen, dass es natürlich für uns auch darauf ankommt, das, was du gesagt hast, die Debatte aktuell zu führen. Ich glaube, dass die Verfasstheit Europas, der Europäischen Union und der Eurozone in einer ganz schwierigen Situation ist. Und dass wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, um einen Change zu erreichen. Wenn man sich die unterschiedlichsten Entwicklungen anguckt in den Ländern, die vorhanden sind, Frankreich ist angesprochen, Belgien, aber in vielen anderen Ländern auch, was in Ungarn passiert, was in Polen passiert. Wenn man sich da anschaut, wie die Desintegration voranschreitet, muss man sich neue Wege überlegen, wie wir Europa wieder zu einem Zukunftsprojekt, einem Hoffnungsprojekt, einem Projekt der Menschen machen. Ich habe vor kurzem in einem Artikel gelesen, dass es im Kern um eine doppelte Entscheidung geht oder eine Entscheidung darüber, welchen Weg man gehen will. Ist Europa eine Institution der Bürokratie hier in Brüssel, der Unternehmen, der Lobbyverbände, oder kommt man endlich dazu zu begreifen, dass Europa eine Einheit ist, eine soziale Einheit werden muss, der 500 Millionen Einwohner, die hier in diesem Europa vorhanden sind. Und diese Entscheidung muss gemacht werden. Wenn man sich mal klar macht, dass es um die Bürgerinnen und Bürger geht, dann ist eine andere Politik erforderlich. Eine Politik der Integration, eine Politik für die Zukunft der jungen Menschen. Arbeit, Ausbildung, Hochschule und so weiter und so fort. Und dafür wollen wir ein Forum bieten, darüber zu diskutieren, was können Wege sein, zu so einem integrierten gemeinsamen Europa des Wohlstandes für alle zu organisieren. Der diesjährige Titel, der übrigens nicht leicht zu übersetzen ist ins Deutsch. Ich habe mir wirklich lange überlegt, die Idee von Regeln ist zwar eine sehr deutsche Idee, aber trotzdem Rewriting the Rules nicht so ganz leicht ins Deutsch umzuformulieren. Shared Prosperity ist klar, aber was wollen Sie eigentlich mit diesem Titel Rewriting the Rules? Was ist für Sie dabei das Wichtigste? Naja, erstens mal muss ich sagen, das mag ganz deutsch jetzt klingen, aber eigentlich kommt der Titel aus dem letztjährigen Vortrag von Professor Stieglitz hier beim Europäischen Forum. Als er sagt, Europa muss neue Verfahrensweisen, neue institutionelle Vorgehensweisen entwickeln, damit es nicht ein Europa wird, das auseinanderfliegt, sondern ein Europa, das integriert. Ein Europa mit neuen Politiken und Politikweisen. Eine neue Klärung des Verhältnisses, was wird in Europa gemacht, was bleibt bei den Nationalstaaten. All das steht auf der Tagesordnung, was diskutiert werden muss. Und insoweit wollen wir, ich sage es dann vielleicht mal so, darüber diskutieren, welche Wege können in der Politik auf europäischer Ebene, aber auch in den Nationalstaaten dazu führen, dass junge Leute eine Zukunft haben, eine gute Ausbildung erhalten, dass die Menschen Arbeit haben, gute Arbeit, gut bezahlte Arbeit, dass wir Innovationen vorantreiben und dass wir die Krisensituation in den verschiedenen Ländern überwinden
und nicht eine weitere Spaltung zwischen ganz reichen Ländern, ganz armen Ländern und in den Ländern zwischen ganz reichen und ganz armen, wie wir das überwinden können. Darüber zu diskutieren, freue ich mich, weil ich glaube, die Politik in Brüssel, die Politik in Europa braucht viele Anregungen und wir sind auch in der Pflicht, dazu Beiträge zu liefern. Und genau das werden wir an diesem Nachmittag machen. Wir werden genau auf diesen Punkt eingehen. Vielen herzlichen Dank, lieber Michael. Herzlichen Dank. Und nun freue ich mich sehr, die Bühne an den wissenschaftlichen Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung zu übergeben. Gustav Horn, Sie haben das Wort. Ladies and gentlemen, it is a great honor and pleasure for me to introduce Professor Barry Eichengreen from the University of California, Berkeley to you. Walking up these stairs, I remember too last year when I had the honor to introduce Joe Stiglitz. And as you have been hearing, Joe Stiglitz had some harsh criticism on European policy and asked us instantly to change our approach, to do things different in order to survive as Europe. Looking back to past year, I have to admit, he was right. What have we seen since then? Brexit, the emergence of nationalistic governments in and outside Europe, pending decisions in elections in France and Germany that might significantly change the course of Europe away from Europe. So, we have to discuss some matters here. And in these times of turbulences, it is good to have an economic historian here, because historians have a broader scope than the usual economist, for example. We might learn something from history. We might get more insights. Professor Barry Eichengreen teaches economic history at Berkeley. And he might have to tell us something about it. He has graduated and got his PhD at Yale. He has also relatively close connections to Germany. I didn't know that before. You are a member of the advisory board of the Institut für Weltwirtschaft at Kiel, our colleagues in Kiel. And you have frequent visits here also to Berlin last year, as you told me before this. So it's good to have you here. And I know from your work that you know the problems of the euro area and Europe very much. Last year, you published a piece that is called How the Euro Crisis Was Successfully Resolved. As you may assume, this is not a historic piece, but a piece of fictional history. We are far from saying that the euro crisis has been successfully resolved. I will not tell you what he wrote in that piece, because he might tell you himself. But I found two principles in that piece that guided him to a possible solution. And these two principles were pragmatism and reasoning. And I think these are very important keywords looking at the situation in Europe, especially looking at the situation with German eyes, pragmatism and reasoning. And I think that would apply much more in our approach to European politics, we would be much more successful than we are. Professor Eichengreen, we are looking forward to your presentation.